Hallo, grüß euch. Wir sind in Abersee am Wolfgangsee im Salzkammergut und das ist unsere Brennerei, Brennerei Primus Häusl, Familie Rieger. Und jetzt schauen wir uns das Ganze ein bisschen an. Das ist die neue Brennerei, die werden wir uns heute noch genauer anschauen. Auch noch im Betrieb die etwas ältere Brennerei und wir haben Glück. Es ist sowohl Erntezeit, also auch Einmaischzeit, wie auch Brennsaison. Wir schauen uns jetzt kurz an, wie man einmeischt und schauen uns dann sicher auch noch an, wie der Brennvorgang abläuft. Wir haben da jetzt die Hauszwetschge, einer unserer meistgebrannten Früchte aus den heimischen Streuobstgärten. Und die werden wir jetzt natürlich zerkleinern und vermeischen. Und das schauen wir uns kurz an. Ganz wichtig beim Schnapsbrennen ist das Maischen. Und bei der Maischetechnik hat sich in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich am meisten getan. Schauen wir uns die Zwetschgen jetzt nochmal an. Die werden natürlich zerkleinert und ganz wichtig, wie bei jedem Steinobst, ist es ein Kernen. Die Steinobst, wie ja die Zwetschgen, ist eigentlich mit der Mandel verwandt. Und im Kern, den wir da sehen, ist natürlich eine Blausäure drinnen. Und die Blausäure, die sich ins Destillat übertragen würde, wollen wir natürlich nicht da drinnen haben. Deshalb wird die Steinobst säuberlich entkernt. Bevor wir es entkernen können, müssen wir es natürlich einmal zerkleinern. Und das machen wir jetzt. Ohne den Kern zu zerstören, wird die Zwetschge jetzt nur einmal angequetscht. Sehr schön. Unter den namhaften österreichischen Brennern sind wir von der Betriebsgröße wahrscheinlich am überschaubarsten, am kleinsten. Wir sind ein reiner Familienbetrieb, haben recht begrenzte Brennmengen, aber somit haben wir auch ein gewaltiges Sortiment. Hauptaugenmerk sind da sicher unsere regionalen Streuobstsorten, verschiedenste Äpfel, verschiedenste Birnen, auch die Vogelbeer zum Beispiel, die Königsdisziplin im Salzkammergut, wenn man so will, wahrscheinlich so der Eiler unter den Fruchtbränden, die mag man oder mag man nicht. Natürlich schauen wir über den Glasrand hinaus, wenn man so will, wir haben verschiedenste Exoten, wir brennen Zitrusfrüchte, mittlerweile haben wir einen sehr beliebten Rum. Wir haben natürlich auch einen sehr ausgefallenen Gin, der sich größter Beliebtheit freut. Und so wächst unser Sortiment eigentlich stetig. Die ersten Whisky-Experimente haben wir auf dieser Anlage erprobt. Das ist das gute Stück jetzt in vollendeter Form. Angefangen haben wir Anfang 2000er. Unser Whisky ist bereits 10-jährig, so wie er da in der Flasche ist. Und auf den Whisky möchte ich jetzt natürlich ein bisschen genauer eingehen. Das ist jetzt unsere modernere Brennerei, meine Hauptbetriebsstätte. Da wird natürlich mittlerweile auch der Whisky gebrannt. Heute haben wir gesehen, haben wir Zwetschgen, die wir vorbereiten. Ich habe ja schon eine Maische vorbereitet und die füllen wir jetzt ein.
So, und jetzt darf ich sagen, gehen wir eins verkosten. Geht, oder? Ja, geht. So. So, jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil. Ja. Der Morsch ist im Kessel, wir haben eingeheizt. Und jetzt machen wir uns einmal ein Weingerl eins verkosten. Natürlich, was nicht fehlen darf, zu einem guten Whisky sind Gamswürst. Gamswürst, das ist reicher die Gamswürst und ein Gramm in der Brust. Das gehört dazu, finde ich. So, das ist jetzt der Wüderer Whisky. Wie gesagt, 10 Jahre alt. Klassischer Sengelmalt. Gelagert wird er in Ex-Rotweinfässern. Oh, Ex-Rotwein. Gibt ihm natürlich eine ganz dezente Fruchtigkeit, eine dezente Restsüße. Er ist mit 40% sehr trinkgefällig, ist aber gleichzeitig irrsinnig malzig. Er erinnert fast ein bisschen so an frische Cerealien, finde ich. Und wo kommen diese Rotweinfässer? Das sind österreichische Rotweinfässer. Zweigelfässer. Zweigel? Genau. Wenn du das essen willst, greift zu, gell? Ja, oh. Als erstes mal meinen Whisky probieren. Jawohl. Sonst. Prost, Zweigel. Ja, Whisky ist einfach ein bisschen eine Leidenschaft von uns geworden. Einfach weil es unter den ganzen Spiritosen eine eigene Welt ist. Da gibt es solche vielfältigen Aromen, Geschmäcker, es ist einfach gigantisch, ja. Ach, sehr feine Nase, ja. Ich bin ja auch ein großer Fan von Eilat-Whiskys. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt mittlerweile 7 Jahre aus auf eine rauchige Variante. Eine Neuheit vom Primus Häuser. Richtig, deshalb auch noch kein Etikett. Da kommt dann jetzt ab wann ist der gekommen? Also ich wollte eigentlich warten, bis das auch 10-jährig ist. Mhm. Aber der Hund ist da so gut. Ich glaube, ich möchte ihn noch diesen Winter außerbringen. Diesen Winter? Mhm. Also haben wir vielleicht schon eine Chance auf den Adventmärkten. Dass ja wahrscheinlich zum Erwerben wird, richtig. Also wirklich St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobel zu Weihnachten eine sehr schöne Gegend. Die Weihnachtsmärkte. Ich empfehlen, ja, weil es wirklich laut ist. Und in Strobel und in St. Gilgen sind eure Stände. Genau so ist es. Da gibt es dann das Primushäusl. Entweder da oder natürlich bei uns am Hof ist jeder herzlich eingeladen, dass er mal probieren kann. Ab Hof, ja. Natürlich gibt es ja auch Ferienwohnungen, dann ist das ein bisschen einfacher mit dem Probieren. Ja, kann man durchaus einmal ein bisschen mehr probieren. So, jetzt reizt mich das Würstel. Unser Whisky heißt ja Wüderer Whisky. Ich fände das irgendwie passend, weil wir in Schottland, ich denke da besser an diese schottische Seele, die sind einfach ganz wilde Typen, die haben ein bisschen so einen Freiheitsdrang. Das ist im Salzkammergut eigentlich ganz ähnlich. Und die Wüderei, die hat bei uns sehr lange in einer Masse mal Tradition. Und das war damals schon ein bisschen das Auflehnen gegen die Obrigkeit. Wie der William Wallace wahrscheinlich in Schottland, wenn man so will. Deshalb haben wir das dann Whisky Wüderer Whisky genannt. Der Rauchige wird dann wahrscheinlich noch ein Wüderer Whisky heißen. Der ist auch in diesen Rotweinfässern? Genau. Und auch das Rauchige Malz, jetzt alles selbst gemacht? Habt ihr zugekauft? Oder? Das kriegen wir aus Christkirchen. Es ist eben dieses Rauchmalz. Mhm. Gibt es auch die unterschiedlichsten Typen, haben natürlich viel experimentiert. Gäbe es auch noch rauchigere Varianten. Natürlich muss man sich ein bisschen an einem Markt orientieren. Das Beispiel nehmen wir mal Dr. mit seiner Dorfigkeit, mit seiner Rauchigkeit. Mir taugt es. Natürlich ist das nicht jeder Mensch.
Octomeister schon, den mag nicht jeder, so, aber er ist schon wirklich, hier, also mir gefällt er schon sehr gut. Ist schon schön, ja. Ist wirklich schön. Ich stehe auf rauchige Whiskys. Mag ich auch sehr gern. Da wird der viel mehr gefallen. Unser isländischer Whisky, Flucki. Mhm. Eine rauchige Variante. Eine rauchige Variante von Flucki. Aber nicht über Torf geräuchertes Malz, sondern über Schaftung. Schaftung, ja. Sheep Dung Smoked Whisky. Finde ich extrem spannend. Also du probierst ja auch wirklich genau, durch. Genau. Also, und vergleichst mit anderen Ländern. Richtig. Das ist schon sehr wichtig, glaube ich, dass man seine Sensorik immer wieder schult. Weil man sonst einfach ein bisschen betriebsblind wird, finde ich. Ja. Also das ist schon sehr wichtig. Der Rauchige, das wird sicher interessant. Ja? Wir werden uns jetzt gleich aufmachen. Ich bin schon bei. Ja. Das sage ich nicht lang. Wie lange war der jetzt? 7 Jahre? 7 Jahre. 7 Jahre. Also der Rüder, klassische Rüder ist 10 Jahre alt. Genau. Und jetzt der erste Rauchige, was kommen wird? 7 Jahre. Premiere. Ja, Premiere. Was Neues. Braucht ein bisschen Zeit. Ja. Den werde ich natürlich dann zu Hause mit meinen Mosinggläsern dann genauer. Also wir trinken den heute, dann hast du nichts mehr zum Mitnehmen. Aber schön angenehm auch. Genau, in den Nosen sogar noch fast ein bisschen verhalten. Darum braucht er einfach ein bisschen Zeit, dass er sich entwickelt. Am Gaumen kommt das Rauchen gekommen haben. Sehr schön einbunden und ein bisschen intensiver noch. Ein bisschen höher prozentiger als der klassische Lüderer Whisky. Wie viel? Circa 43. Nachdem ich das halt nur für uns aus dem Fassel da habe, aber graduiert, dann kann ich es nicht einmal genau sagen. Der wird sowas sagen. 42, 43. 40 schätze, genau, ja. Genau. Schön angenehm, ja. Und danke, ich glaube, dabei wird es bleiben. Ja. In der vollendeten Form dann. Also der Rauchige, ich glaube, die 43 tun ihm schon gut. Ja. Die glaube ich braucht er. Und da passen die ganz viel Schnubbels. Ja. Sehr interessant. Ich bin sehr zufrieden, ja. Vor allem wirst du schon aber nicht einen auf den Markt bringen kann. Also. Das Primus Häusl war jetzt meine letzte Station in meinem Urlaub und Salzkammergut. Und ich hoffe, euch haben die ganzen Videos von jetzt der Dachstellendestillerie, dann was war noch dabei, die Brennerei Kugelhof, dann ein kurzer Ausblick in den neuen, der kommt erst 2021, also wir sind dabei der Geburt von dem Whisky von der Seedestillerie dabei. Und natürlich jetzt hier zum Abschluss das Primus Häusl mit dem Klasse Wüderer und mit dem wahrscheinlich noch Wüderer Whisky. Ja, da freue ich mich schon auf die Tasting-Videos. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Nerd. Ciao. Hat mich gefreut. Ciao. Das probieren wir nochmal.